Willkommen zurück auf Ruin Reserve. In diesem Video werfen wir mal einen Blick auf verrückte, aber auch traurige Momente. Und ihr solltet auf jeden Fall ganz bis zum Ende dranbleiben, denn heute wollt ihr nichts verpassen. Und like und abonniere jetzt sofort, oder diese Spinne wird heute Nacht unter deinem Bett sein. Also ich habe keine Ahnung, was dieser Junge sich in den Mund steckt. Aber das Ganze bekommt wirklich krass an Volumen. Ich meine, schaut euch das mal an. Er beißt einmal rein und das ganze Ding geht in die Luft. Voll krass. Was ist das denn? Also, ich habe keine Ahnung, was dort passiert, aber es sieht wirklich krass aus. Schaut euch mal diesen krassen Roboter an. Ich meine, ist das nicht schon wirklich zu realistisch? Diese Frau wollte sich selbst die Haare schneiden. Aber das ging leider echt schief. Ich meine, schaut euch das Video an. Erst ist sie zwar motiviert, aber danach echt traurig. So einen mächtigen Hahn habe ich noch nie gesehen. Ich meine, es ist der Boss der Bösse. Ich meine, das Ding ist gigantisch. Voll krass. Was ist das denn für ein Tier? Ich meine, schaut euch mal an, wie das ausschaut. Das müsste, glaube ich, so eine Nacktkatze oder so sein. Irgendwie voll komisch. Muss das so? So ein cooles Waschbecken habe ich noch nie gesehen. Ich meine, das hat schon krasse Funktionen und sieht sehr futuristisch aus. Dieser LKW saugt einfach viele Fische aus dem See. Ich meine, werden die umtransportiert oder was ist der Sinn dahinter? Diese beiden können echt lustige Dinge mit ihren Augen anstellen. Ich meine, schaut euch das Ganze mal an. Sie können ihre Augen schon krass bewegen. Heilige Makrele. Oh, fuck. Ich habe noch nie so viele Katzen auf einmal gesehen. Ich meine, ist es eine Katzenplantage? Dort geht auf jeden Fall bestimmt viel Action ab. Ihr wisst ja, Katzen sind launisch. Und wenn dort mal eine schlechte Laune hat, dann kann es echt abgehen. Schaut euch mal an, wie weit dieses Mädchen springen kann. Das ist schon wirklich krass. Sie springt einfach doppelt so weit, wenn nicht sogar noch weiter, als ich eigentlich groß bin. Und das ist wirklich krass. Was ist das denn für ein mächtiger Fisch? Ich meine, wir können sein Maul sehen. Dort schwimmt gerade ein anderer Fisch drin. Ist das nicht krass, Mann? Schaut euch mal dieses süße Tier hier an. Ich meine, ist das ein kleiner süßer Hund? Es sieht auf jeden Fall wirklich knuffig aus. I love you all very much, but if one more person talks to me, I'm gonna lose it. I'm gonna lose it. Habt ihr schon mal solch eine fette Schlange gesehen? Das muss auf jeden Fall eine krasse Würgeschlange sein. Ich meine, vor solchen Tieren muss man wirklich krass Respekt haben. Er dachte, sein Goldfisch sei tot, wollte in die Toilette hinunterspülen, aber er war einfach noch am Leben. Ich meine, wie traurig ist das, bitteschön? Ich kenne sowas, denn auch wir hatten in der Kindheit Goldfische gehabt, beziehungsweise genau 2 Stück, und diese sind leider auch irgendwann von uns gegangen. Also ein echt trauriger Moment. Schaut mal, wie viele Backflips dieser Typ hier macht. Ich meine, der hat auf jeden Fall krass viel Talent und er macht das Ganze mit so einem Ripstick oder wie diese Teile hier heißen. Und dieser Typ hier macht einfach einen Tornado mit einem Apfelsaft. Ich meine, schaut euch mal an, wie schnell er das Ganze weghauen kann. Also, das ging wirklich ruckzuck. So sieht ein blindes Pferd aus. Ich meine, klar, es ist echt schade, aber das ist auch zugleich der Verlauf der Natur. Dieses Mädchen hier kann ihren Bauch verkleinern, also ich vermute mal, dass sie aber auch schwanger ist. Ich meine, schaut euch mal an, wie krass sie das macht.
Was ist das denn für ein Tier? Ich meine, sind das irgendwie Gottesanbeter oder wie diese Tiere heißen? Voll cool, schreibt mal in die Kommentare, wie diese Tiere hier heißen und wie groß sie noch werden können. Ich meine, schaut euch mal das letzte Tier an, das ist ja mindestens 10 cm lang. Dieser Affe kleidet sich einfach wie ein Mensch. Ich meine, er ist perfekt für die Wüste gekleidet. Ich meine, sieht das schon nicht wild aus? Dieses Clown-Kostüm hier sieht schon wirklich cool aus. Also, es ist schon wirklich gut gemacht. Ich meine, sogar die Augen wurden krass ersetzt. Dieser Typ unterzieht sich einer Nasenspülung. Igitt, aber irgendwie auch voll satisfying. Ich meine, danach ist man bestimmt wirklich befriedigt. Dieser Typ hier kann Rauch aus dem Nichts erstellen. Ich meine, was ist das bitte schön für ein krasses Talent? See just like that. Dieses Tattoo hier ist doch echt ein wenig strange, oder nicht? Denn ich meine, er macht seinen Arm komplett schwarz. Versteht ihr den Sinn dahinter? Habt ihr schon mal so eine große Gummibär-Cola gesehen? Ich meine, diese Gummibär-Cola ist so groß wie eine richtige Coca-Cola-Flasche. Dieser Oktopus hier setzt sich einfach auf den Kopf von diesem Mann. Also ich frage mich wirklich, was Thaddeus Tentakel von diesem Mann hier wollte. Einer auf dem Kopf, die andere im Gesicht. Ich denke, das hat bestimmt die ein oder andere Narbe hinterlassen. Dieser Katze wird einfach nicht kalt. Ich meine, schaut euch das Ganze mal an. Er tut einfach so einen Eiswürfel auf ihren Körper und die Katze juckt es nicht mal. Ich meine, das ist doch cool, oder nicht? Dieser Mann hier hat die kleinste Hand der Welt. Ich meine, schaut euch das Ganze mal an. Sieht zwar echt knuffig aus, aber ich denke mal, dass er auf jeden Fall gerne eine richtige Hand hätte. Naja, mein Beileid an dieser Stelle. Ich hoffe, dass es dem Dude so schnell wie möglich wieder gut geht. Auch wenn das hier irreparabel ist. Wow, diese Spinne hier hat einfach eine außergewöhnliche Farbe. Ich meine, schaut euch mal das an. Sieht das nicht krass aus? Also, ich habe keine Ahnung, was dieser Mann hier macht. Aber es sieht wirklich satisfying aus. So sieht es aus, wenn man neue Zähne bekommt. Ich meine, es sieht zwar davor schon echt komisch aus, aber jetzt echt nice. Also ich habe keine Ahnung, was das hier ist, aber es sieht wirklich lecker aus. Komisch. Und diese Mutter hier hat den YouTube-Kanal ihres Sohnes gelöscht, weil er wegen seines Hobbys die Schule vernachlässigt hat. Und das, meine lieben Leute, zeigt wieder mal, vernachlässigt nicht eure Schule, wenn ihr ein cooles Hobby habt. Ich meine, beides ist mindestens genauso wichtig. No, it's not. Stop. Mom, I've worked so hard on this channel, please. I don't give a shit, Andrew. Don't delete it. You probably don't even know my Gmail. Come on. No. It's already charged, that didn't donate. No. Alright, Andrew, enough. You're pissing me off. Nichtsdestotrotz, es ist auch wichtig, dass ihr das Video bewertet und mich kostenfrei abonniert. Ansonsten wünsche ich euch einen entspannten Abend, alles für den Slip und wir sehen uns beim nächsten Clip. Ciao, Leute.